Interessant, guck mal. Aber wie komme ich da hin? Der schießt da zwar hin, trifft sie aber nicht. Monster scheint sie keine zu geben. Beseitigt eure Gegner schnellstmöglich. Oh, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Scheiße. Hat mich jetzt 1800 gekostet, aber ich glaube, das ist es wert. Was wir hier jetzt finden können. Alter. Habe ich irgendwie eine Zeitvorgabe oder sowas? Ich sehe nur 5 Sekunden irgendwie. Ich habe wenig Mana. Okay, jetzt komme ich... Ah, jetzt komme ich zu den Druiden. Alles klar. Schlachtaxt. So, Hebel. Hebel. Kopfloser Kreischer. Immer schon auf mein Leben achten. Oh, sieht gut aus, das sieht gut aus. Okay, mein Leben nochmal auffüllen. Die Kämpfe werden wahrscheinlich jetzt immer härter. Boah, Alter. Ich habe wenig Mana. Ich habe wenig Mana. Ich habe nicht genug Mana. Alter. Holla, die Waldfee. Goldene Truhe. Oh, Alter. Ach, das waren schon die drei Wege, die wir hätten gehen können. Und dann gehen wir mal raus. Was für geile Welten, Alter. Das ist ja nice gemacht. Also das gefällt mir. Schade, dass ich die eine Welt vorher nicht genommen habe. Ganz kurz gucken, was wir bekommen haben. IB. Alter. Giftglutstein. Funkenglutstein. Nehmen wir mal hier. Glutsteine ohne Ende haben wir bekommen. Was haben wir hier bekommen? Der ist nicht so gut. Nein. Den behalte ich mal. Das ist auch ein cooler Giftring. Nein. Auch die behalte ich. Rohlederschultern versiert. Seltene Ausrüstung. Nee. Kurzkanone überlegen.
Ist alles nicht so. Okay, damit kann er bekleidet, dann kann man wegrennen wieder. Hier haben wir Feuerpanzer. Ach sie, wir brauchen jetzt gar nicht mehr die beiden Eisdinger. Flammglutschirm 4 Feuerpanzer erhöht jeden Giftschaden um 2%. Das ist schon geil, der Eispanzer, den wir da haben. Ich würde sagen, wir verkaufen jetzt einfach mal die beiden noch mit. Und dann schicken wir den Begleiter mal los. Euer Begleiter ist fortgegangen. Ich weiß nicht, wie viel Geld er mir einbringen wird. Das kann man, glaube ich, irgendwo sehen, aber ich habe es nicht gesehen. Ja, sehr schön, dann haben wir auch das erkundet. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter in diese Richtung. Ich weiß, ich könnte die Teleportstelle benutzen. Das Problem an der Sache ist, ich bin lieber zu Fuß unterwegs, weil da weiß ich, wo ich hin muss. Den Pfad der vererbten Toten haben wir ja komplett entdeckt, glaube ich. Ich gehe mal ganz kurz hier hoch, dann gucken wir nochmal, ob wir hier noch was übersehen haben, aber... Ne, alles entdeckt. Super. So. Wow, wow. Wir müssen spektakulär hier ankommen. Super, funktioniert klasse. Warte jetzt, spektakulär. Ich habe wenig Mana. Psst, okay, komm wieder. Muss doch angehen, wenn du in die Stadt reinkommst. Wow, 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 ich kann das. Wow, so nach dem Motto, weißt du wie? Euer Blender trifft euch und bringt euch 890 Gold. Geile Sache. So. Was hast du denn anzubieten momentan? Der ist nicht schlecht, aber nicht so gut wie unserer. Was ist das denn? Mehrfachsockel Knochenkreuzbogen. Der sieht ja geil aus, ne? Aber erfordert Stufe 23. Bonus auf kritischen Schaden. Übermittelt 5%ige Chance auf Betäubung. Ziel. Wisst ihr was? Ich hole mir jetzt mal so ein Schwert. Einfach. Weil wir es können. Ich habe auch Bock mal mit dem Schwert zu kämpfen. Deswegen nehme ich mir jetzt einfach mal eins. Und wir schauen mal, wie das Schwert so läuft. Natürlich kann ich dann die 2 nicht nutzen. Dann lege ich mir mal die... Die 3 kann ich auch nicht nutzen, gell? Ich kann nur den geklebten Wurf. Dann tue ich mir jetzt hier mal den Sprung drauf packen. Tue ich mir das da drauf packen. Mach mir das weg. Wir haben keine Mana-Tränke mehr, aber es ist eh egal. Wir werden kaum noch Mana verbrauchen mit dem Schwert. Uah, komm her. Wir müssen da lang. Mal schauen, wie das funktioniert mit dem Schwert. Einmal. Das Scannen tut mir leid, das wollte ich jetzt nicht, das war nicht so geplant. Wir müssen auf den Raureifhügel. Und hier unsere neuen Quests abschließen. Hä? Ah. Wollen wir noch mal schauen, was wir hier so finden? Wow, 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 wow. Sterb, 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 sterb. Musste. Krasse Scheiße, sind die stark. Never Sklave. Never Diamant.
Stirb! 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 Was? Ihr seid tot. Wie bitter! Alter, sind die heftig. Okay, ich glaube, in dem Gebiet ist es vielleicht doch keine so gute Idee, meinen Bogen wegzulegen. Dann werde ich noch ganz kurz... Moment, dann machen wir das wieder rückgängig. Krass, Alter, wie die abgegangen sind gerade. Ist das eklig, Alter. Boah, ich nehme noch mehr. Ich brauche mit. Alter, wie die Viecher abgehen. Ist ja eklig. Ich habe nicht genug Mana. Ich habe wenig Mana. Ja, ja, das musst du mir nicht jedes Mal sagen. Einfach aufhören zu schießen, dann weiß ich das schon. Sind ja abartig, die Viecher. Was ist das denn hier? Ach ja, das ist die Festung, die wir kaputt gemacht haben. Stirb doch bitte. Ich brauche mehr. So, auch der ist tot. Ich brauche mehr Mana. Was ist going here wrong with you? Ich habe wenig Mana. Ich bräuchte einen Bogen, der betäubt. Das wäre geil. Wenn du schießt und deine Gegner mit jedem Schuss betäubst, sodass sie gar nicht rankommen. Wenn sie zu nah ran sind, dann betäubst du sie und rennst weg. Also eine gewisse Entfernung und dann schießt du wieder. Das wäre ein geiler Bogen. Eferianer Refugium betreten. Nein, du greifst da nichts an. Ich werde gucken, was hier oben ist. Goblin-Wächter. What the fuck? Whoa. Euer Begleiter ist verwundet. Boah, was ist das denn? Ich brauche mehr Mana. Glitzerkoloss. Oh, warum nicht? Ich brauche mehr Mana. Ich habe nicht genug Mana. Ich habe wenig Mana. Ich hab's verstanden. Habe wenig Mana, habe wenig Mana. Ich habe nicht genug Mana. Ich habe mehr Mana. Ich bin verwundet. Ja, das sehe ich. Boah, krass, Alter. Was die für Fähigkeiten haben auf dem Level hier schon. Nein! Nein! What the fuck? Wieso sterben wir so viel? Tote Bezwingerwache. Was für abnormal krasse Viecher. Wow. Ich feiere das ja gerade ein bisschen, dass ich so viel sterbe. Also nicht, dass ich so viel sterbe, aber dass es gerade so schwer wird, feiere ich ein bisschen. Dann muss ich mich doch ein bisschen mehr konzentrieren. Ist er jetzt doch gestorben, oder was? Er scheint irgendwie in einem Folgen noch gestorben zu sein. Vielleicht habe ich ihn vergiftet oder so. Weil normalerweise wäre er ja sonst jetzt hier aufgetaucht. So. Was haben wir hier noch? Hier ist nichts mehr. Wow. Hilfe. Ich habe wenig Mana. Ich habe keine Mana-Tränke mehr. Oh mein Gott. Ich habe wenig Mana.
Alter, ich habe gerade einen Mana-Trank. Boah, es ist hart. Ihr seid hinüber. Hatte gerade eben einen Trank getrunken und dann bin ich sofort wieder tot. Das ist echt hart, okay. Darf ich helfen? Dynamit, damit könnt ihr Knall angeln. Bringt entscheidend mehr Fische pro Angelloch als traditionelle Methoden. Dynamit funktioniert nicht bei Angellöchern in Städten. Probier ich mal aus. Nehm mal 5 mit. Trank der Giftresistenz. Trank der Feuerresistenz. Trank der Elektroresistenz. 5 Minuten wirken die. Was ist das denn? Vampirspinnenei. Verwandlung in Vampirspinne für 5 Minuten. Mit einem Rechtsklick füttert ihr es an eurem Begleiter. Das Spinnenei verwandelt in eurem Begleiter in eine sehr starke Vampirspinne, deren Angriffe Gegner Lebenskraft entziehen, die euch heilt. Oh! Das kann ich mir für den nächsten Bosskampf vielleicht mal aufheben. Das sieht sehr praktisch aus. Ich würde auch sagen, dass an der Stelle gleich mal der Tod gerade eben macht. Es ist sehr praktisch, dass ich hier mal eine kleine Aufnahmepause einlege. Quatsch, ich bin falsch gelaufen. Weil ich noch was anderes aufnehmen muss, das ist noch nicht... Doch, in dem Moment... In dem Moment, wo die Folge hier rauskommt, ist schon draußen. The Forest ist ja das neue Projekt momentan. Und da nehme ich noch ein bisschen was auf. Und solange ich die 4 Projekte gestemmt kriege, will ich das auch weitermachen. Ja. Mal schauen. Gut, ich beende mal meinen Tag in der Eiswüste hier. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und naja, wunderschönen Tag. Adios.